Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Mirage. Es geht hier weiter. Wir begeben uns jetzt in die Höhle der Bestie. Haben zuletzt diese komischen Kommandanten, beziehungsweise, ja, Heinis da von der gegnerischen Fraktion besiegt. Ich komme gerade nicht auf deren Namen. Wie nennt man den? Kommandanten oder Anführer? Hier müsste das dabei stehen, ne? Hier, Aruk haben wir besiegt. Ah ja, der Stratege. Und den Admiral. Und jetzt ist Al-Makidivare, Alter. Das Oberhaupt des Ordens. Sprich mit Ali. Gut, das werden wir machen. Ali ist da hinten. Ich gehe zum Schnellreisepunkt, weil der ein kleines bisschen näher dran ist. Ich habe den Skin gewechselt, gerade kurz vor der Aufnahme, weil ich dann doch mal wieder Bock hatte hier auf den dämonischen Feuerteufel. So. Dann wird der Freund von einem einer Djinn besucht. Ah! Ins Gebüsch. Ich werde gesucht, what? Ich werde sogar mit drei Dingern gesucht, Alter. Holy shit, die sind richtig sauer auf mich. Gut, dass er mich da gerade oben nicht gesehen hat. What the fuck macht ein Esel hier? Echt, Alter. Die denken auch, nur weil sie ein bisschen was hingekritzelt haben. Vorsicht. Macht Platz. Ich bin der Landvogt. Oh, danke dir, mein Freund. Das. Ich falle besser nicht auf. Was passiert hier? Wo ist Adi? Da oben. Hey! Ali, mein Freund. Ali, bist du bereit? Und wer bist du, dass du mir sagst, was ich zu tun habe? Es steht mehr auf dem Spiel als dein Stolz, Wasif. Wir wandeln auf einem schmalen Grat. Genug! Überleg dir, was du sagst, wenn wir uns wiedersehen, Statthalter! Ich lasse mich nicht zweimal beleidigen. Das sind Wasif und Bagdads Statthalter, Muhammad ibn Abdallah ibn Tahir. Er gab Wasif einen Befehl, der diesem nicht gefallen hat. Der Statthalter von Bagdad kann dem Heerführer keine Befehle erteilen. Außer, gehört er etwa auch zum Orden? Muhammad? Das glaube ich nicht. Er ist nicht nur Statthalter, er ist auch Dichter und Gelehrter. Ein geistreicher Mann. Ein möglicher Verbündeter, dachte ich. Tja, ich hoffe, du hast recht. Wasif allein ist schon schlimm genug. Ich muss nur einen Weg in die Garnison finden. Einer der Bediensteten ist mir treu ergeben. Du findest ihn beim Küchenhaus. Wenn er die rote Schärpe sieht, wird er dir helfen. Und was tust du? Ich suche Beshi und befreie dann andere Aufständische aus dem Kerker. Wasif überlasse ich dir. Kriegsfürst, du hüllst dich in die Farben des Kalifen, um nach Belieben entführen und töten zu können. Du bist die Geißel dieses Landes, dessen Erde ist rot vom Blut jener, die du abgeschlachtet hast, nur weil sie ihre Freiheit wollten. Oder du es befürchtet hast, du hältst dich für unantastbar, umgeben von deinen Soldaten. Und doch werden wir die Garnison stürmen, Beshi befreien und deine Schreckensherrschaft beenden. Töte Al-Makidivare, das Oberhaupt des Ordens, das für die Hinrichtung von Aufständischen Asharkia verantwortlich ist, wurde als Kriegsfürst Wasif Aturki entlarvt. Wasif ist eine graue Eminenz, die hinter dem Thron steht und nach Belieben Kalifen an die Macht bringen und beseitigen kann. Seinen mörderischen Feldzug führt er von den großen Garnisonen aus,
von der großen Garnison aus, wo er nun Beshi, einen Anführer des Aufstands, festhält. Suche nach Möglichkeiten, dich in die große Garnison einzuschleichen. Ich hätte vielleicht vorher mal meine Vorräte auffüllen sollen. Diese Mauer kann man nicht erklimmen. Das ist mein einziger Weg, oder was? Ich würde gerne wissen, ich war hier schon mal dran. Der fucking Schütze da hinten. Diese Mauer kann man nicht erklimmen. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Ja. Guten Tag. Entschuldigung. Machen Sie bitte Platz. So sind die Mauern der Garnison doch völlig nutzlos. Hast du die Löcher in der Garnisonsmauer gesehen? Was bringt einem eine Mauer, wenn Löcher drin sind? Du meinst die Bauarbeiten? Da sind überall Wachen. Niemand kommt unbemerkt rein oder raus. Vielleicht gibt es an der nördlichen Mauer einen Weg hinein. Ich sehe es mir mal an. Ah, ich würde schon sagen, gut, dass Beshi da schon. Mein Vogel date ist. Geh weg! Fleisch, wenn es fertig ist. Und vergesst die Messer nicht. Wir müssen so viel in die Unterkünfte bringen. Ich werde beide Hände dazu brauchen. Interessant. Geh weg! Ich brauche mal, Jungs. Jungs. Mann. Jungs, doch jetzt. Ich hasse Gewalt. Shut the fuck up da hinten. Damn. Damn. Nur die zwei killt ihr? Was ist mit denen da hinten? Die sind da wieder zu gar nichts zu gebrauchen, Alter. Können zwei Leute und denken, das wäre heftig. Super. Ich dachte, die helfen mir jetzt richtig. Brauchst du Stahl? Ja, aber ihr habt keinen zu bieten, wie ich gemerkt habe. Ach, guck mal, er hier vielleicht. Sollen wir etwas für dich spielen? Ja. Nein. Nein. Ja, toll, der lockt auch nur die Falschen an. Geh weg. Geh weg. Okay, ich weiß, wie ich reinkomme. Machen wir dann das. Hier, das funktioniert. Zack, zack. Mal eben markieren die Hampelmänner hier. Da oben ist noch so ein Pfeifenreiniger. Alles leer. Gut, dass ich nichts aufgefüllt habe, ey. Aber da drin ist so ein Ding. Ich plündere doch die verdammte Truhe. Wir sind drin. Bauarbeiten in der Mauer. Einen Bediensteten, der
wieder zu Ali hält. Er muss in der Nähe des Küchenhauses sein. Ich muss erstmal den Mann, der meinen Vogel abgeschossen hat, umbringen, bevor ich hier irgendwen rufen kann. Du tötest also gerne Vögel, hä? Verdammte Schwein! Noch ein Schütze. Oder bist du der Vogelkiller? Hier! Okay, zack, klick, 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 klick. Ist hier oben noch einer? Nicht, dass ich hier an einer Mauer aufhält und... Der Schlüssel ist in diesem Rattenloch von einem Zimmer. Wo ein Schlüssel ist, ist auch eine Tür. Oder ein Tor. Hier drüben! Bist du Alis Mann? Ich sah die rote Schärpe. Wir müssen uns sputen. Wasif ist im Innern der Garnison. Ich kann dich durch einen Nebeneingang bringen, aber man darf uns nicht zusammen sehen. Folge mir mit etwas Abstand und lass dich nicht entdecken. Verstanden. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Gut. Lass uns gehen. Ich gehe so wie immer, um keinen Verdacht zu erregen. Folge mir mit etwas Abstand und bleib in Deckung. Versuch im Schatten zu bleiben. Ja, red am besten nicht mit mir. Hast du die Schreie gehört? Passt nach Geistern. Ja, da soll es spuken. Da unten geht etwas vor, das nicht recht ist. Ich hörte das selber am Black Dimask. Du willst es gar nicht wissen. Ich hoffe, die Mauer wird bald repariert. Das hoffen wir beide. Dann wird auch der Wachgang kürzer. Herr Führer Wasif ist zurück. Keine Nachlässigkeiten beim Wachgang. Geht die ganze Runde bis zur Baustelle. Wer beim Abkürzen erwischt wird, verliert einen Wochenlohn und reicht einen Monat lang den Abort. Kann ich mich da nicht festhalten? Was ist das für eine Scheiße? Bleib nah an der Wand. Da gibt es viel Deckung. Los jetzt. Viel Deckung sehe ich. Bruder, ich musste gerade einen umbringen. Geh weiter, Alter. Heute scheint alles ruhig zu sein, Sadiq. Ich bin nicht dein Sadiq. Kümmere dich um deinen Kram und zwar schnell. So weit, so gut. Die Hälfte ist geschafft. Bleib versteckt. Wenn man dich sieht, kann ich dir nicht mehr helfen. Und du musst selbst einen Weg finden. Oh, nett. Angst in den Speeren, deswegen ein bisschen weiter vorne. Das sind die Unterkünfte. Wasifs Gemach befindet sich vermutlich weiter im Inneren. Alter, close. Danke dir, mein Freund.
Das war aber close, ey. Intens, sagen wir es so. Wasifs Gemach. Überraschend kalt für einen Mann seines Rangs. Was für ein aufwendiger Schrein. Wasif muss seine Mutter geliebt haben. Verstaubte Erinnerungen. Ich war noch ein Junge, als sie mich schnappten und zum Schmied schickten. Der Hundesohn prügelte mich, aber ich machte mich stark. Ich machte mich stark, so wie du es mir beigebracht hattest. Sobald ich groß genug war, brach ich ihm mit meinen eigenen Händen das Genick. Ich drückte zu, bis ich es knacken spürte. In diesem Moment war kein Zorn in seinen Augen. Das Einzige, was ich sah, bevor sie sich mit Blut füllten, war Angst. Du wärst stolz auf mich gewesen, Mama. Sie war wohl ein kranker Irrer. Gerade stehen! Augen geradeaus! Der Kriegsfürst nähert sich und er duldet keine Unordnung! Beshi. Besser. Das Heft ist gut, das Gewicht auch. Der Griff ist noch etwas zu klein. Mal sehen, ob die Schneide auch besser ist. Wer gegen uns die Waffe erhebt, gehört nicht zu uns. Du hast die falsche Seite gewählt. Allah wird über mich richten, nicht du. Es bleibt zu viel kleben. Mach die Blutrinnen tiefer. Erweisen wir dem Hund eine Gnade. How the fuck ist Adi einfach so hier reinspaziert? Adi, ich übernehme das mal, ja? Ja, verdammte Schweine! Für Beshi! Rausbringen? Sei kein Narr. Das ist der perfekte Startpunkt. Wir werden hier alles vollständig niederreißen. Was denn jetzt passiert? Ruhe in Frieden, Beshi. Aber das nehme ich mit. Oh shit. Ich komme sofort, Adi, aber wir wollen ja keine bösen Überraschungen hier, ne? Da war noch einer in der Ecke. Ihr verpestet diese Welt. Der Aufseher hat den Schlüssel zu unseren Zellen. Vorsicht! Er ist gefährlicher, als er aussieht. Der Aufseher ist irgendwo im inneren Bereich der Garnison. Da hätte ich den Schlüssel mal früher geholt, ey. Fuck. Hätte ich das gewusst. Der Mann mit dem Schlüssel. Sein Leben wird auch noch genommen.
aber erstmal hier hoch. Oh. Das ist ja auch sehr schon. Die alle rumstanden so als. Was sagen jetzt eine Rauchbombe? Komm, Aufseher, geh da entlang. Fertig! Was zum Teufel ist passiert? So. Alles für Betsy. Wann gibt es die mal nicht? Haltet einfach die Augen offen. Welchen Tod, Junge? Hä? Weiß ich, ich hau den zwei Rauchbomben um die Ohren, da juckt die gar nicht. Ich hab alles im Griff, Hardy. Alles gut, mein Freund. So. Zum Glück haben die mal Futter bereitstehen. Ich danke euch. Kommt raus, Freunde. Die wird uns Rache üben lassen. Für Betsy. Für Betsy. Adi, mein Freund, ich habe meinen Teil erfüllt. Scheiße, jetzt suchen die mich und ich kann nicht mit ihm reden. Kann das sein? Oh, nee. Ey. Mach das gelbe Symbol da oben weg, bitte. Boah, ist das scheiße mit dem scheiß Symbol da oben, ne? Dass du einfach nicht reden kannst dann mit den Leuten. Was, wer hat sich denn das ausgedacht? Ja, solange das da oben Geld ist, und die suchen, Das hat aber keinen Sinn. Deine Männer sind frei. Jetzt muss ich Wasif finden. Direkt über uns ist ein Signalfeuer. Wird es entzündet, ruft es die ganze Garnison auf den Plan. Die Wachen kommen dann zu uns. Und ich finde einen Weg in sein Gemach, solange er allein ist. Gut, ich entzünde das Feuer. Denk an unsere Abmachung. Wie könnte ich die vergessen? Ich werde dafür sorgen, dass es so aussieht, als hättest du was getan, Ali, mein Freund. Mach dir mal deswegen keine Sorgen.
Er hat sich nicht mal den Dicken geholt. So, hier einsammeln. Das dauert nicht lang. Ja, hast du recht. Oh, Schild, Alter. Voll die Schwerter am Stütte. Kann ich davon eins nehmen? Was sollen wir tun? Wir sind umzingelt! Sei still! Schreib mit, schnell! Der Ketzer Ali und seine Aufständischen greifen die Garnison an. Erbitten Verstärkung. Versiegle den Brief. Wird die Tür aufgebrochen, schlüpfe hindurch und bringe ihn zum Kalifen. Auf Leben und Tod. Ja, ja, Saidi. Komm her, mein Freund. Deo, okay, ich muss auch hinter ihn. Okay. Du bist so schmächtig und schwach. Du bist plump und langsam. Ich werde dich langsam töten mit großen Händen. Versuch es. Du müsstest du etwas schneller sein. Dein Freund. Motherfucker. Rede nicht so viel. Das kommt ja nicht gut. Wo ist der Brief? Der Weg davor, meine Geschwister, mit dem Tod des Kalifen ist uns ein wertvoller Bauer verloren gegangen. Doch seid beruhigt. Das Spielbrett wurde mit neuen Figuren aufgebaut. Achso, das kenne ich schon. Das haben wir schon mal gelesen. Wer ist er denn? Na egal. Komm, Tod bestätigen. Eine Feder. Ist das nicht ironisch? Wurde sie einem Adler abgenommen, der vom Himmel fiel? Ein Symbol der Freiheit. Ein Wort, das du nicht oft benutztest. Und nie wieder benutzen wirst. Oh. Das ist also Freiheit. Und doch sehe ich keinen Ausweg.